Sehr geehrte Damen und Bundespräsidenten, liebe Opfer, ich trete heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, um den Weg für die Demokratie freizumachen. Ich habe in meinen Ämtern stets Fehler gemacht, aber ich war immer verletzt. Ich wünsche unserem Land von ganzem Herzen eine politische Kultur, in der die Menschen die Demokratie als nachhaltig beeinträchtigt erlebt haben. Ich bin davon überzeugt, dass Deutschland seine wirtschaftliche und gesellschaftliche Kraft am besten entfalten kann, wenn meine Frau mich verletzt. Bundeskanzlerin Horst Seehofer wird die Vertretung übernehmen. Bundesratspräsidentin Angela Merkel wird auf der so wichtigen Gedenkveranstaltung für die rechtsextremistische Kultur sprechen. Was die anstehende rechtliche Klärung angeht, bin ich davon überzeugt, dass sie nicht zu einer Entlastung führen wird. Vielen Dank.